Was ist das denn? Warum ist da ein Burger-UFO? Was ist diese Seite, Alter? Einen wunderschönen guten Tag und hallo zu diesem Disclaimer hier. Ich habe in einer Live-Situation spontan eine Website zugeschickt bekommen, habe mir die angeguckt und spontan drauf reagiert. Wie sich aber rausstellt, steht eine sehr, sehr nette Person hinter dieser Website. Deswegen möchte ich nicht, dass das zu negativ rüberkommt. That being said, kennt ihr schon diese Website hier? Bio Burger ist mir lieber. Warum ist hier irgendwie so ein Gottesbezug? Kann man hier wirklich Essen bestellen? Weil hätte ich ein bisschen Angst, dass das irgendwie 3 Jahre übers Datum ist, das Essen. Der Saltburger. Falafelburger. Veggieburger. Fleischlos lecker. Kann ich irgendwas? Man kann hier gar nichts andrücken. Was ist denn diese Seite? Everyday. Warum ist denn ihr Shirt hier nachgemalt? Die gute Avocado darf nicht fehlen. Warum ist dieses Auto jetzt hier garantiert ohne Stresshormone? Aber das kann doch nicht ernst gemeint sein, oder? Eigens entwickelt in Safransoße, die mit Liebe zu... das ist exakt das Gleiche, was da steht. Nur, dass das Worte in einem anderen Schriftstil beendet wird. Unsere Fickburger. Unser frischer Salat besteht aus grünem Salat. Da könnte eigentlich der Satz auch zu Ende sein. Das ist hier auf jeden Fall eine richtig geile Animation. Da wurde keine Kost und Mühe gescheut. Bei Lieferservice sind wir noch nicht gut genug. Was? Bitte um Geduld. Wir werden aber jeden Tag besser. Danke. Alter, das kann doch nicht ernst gemeint sein. Aber das ist echt nett von denen, dass sie hier gleichzeitig noch so einen Augentest mit reingebaut haben. Telefonnummer zur Kontaktieren. Was ist das, Alter? Also scheinbar gab es einen Fehler, weil ich keine Telefonnummer angegeben habe. Aber das ist das einzige Feld, was jetzt nicht mehr da ist. Dann keinen Burger für mich. Galerie. Es ist Zeit für die Umsetzung. Die Uhr tickt. Warum? Weil das Essen schimmelt oder was ist jetzt schon wieder los? Das sind wirklich sehr gut gemachte Fotos. Ja, besonders dieses sehr unscharfe hier. Was ist denn das? Du kannst doch nicht da so eine Gurke so einfach so im Ganzen da reinlegen. Was ist das denn? Das kann doch nicht ernst gemeint sein. Ja, doch, das ist schon eine ziemlich große Zwiebel. Naja, vor Good Measure hier unten halt noch so, ne, wenn das hier oben nicht reicht, hast du hier unten noch so ein kleines Zwiebelschmankerl. Hier ist halt zweimal so ein fettes Ding. Das kann doch keiner essen. Das ist ja, der Burger ist ja nicht mal, der ist ja nicht mal quadratisch, der ist ja so viel höher, als er breit ist. Und warum ist dieser scheiß Cybertruck da schon wieder mittendrin? Und das ist irgendwie, wie das hier so hervorgehoben ist hier unten, das ist irgendwie auch so ein bisschen dubios gemacht, finde ich. Sorry. Vielleicht ist das auch nur mein Brain. Jetzt gibt's hier einfach Familien. Was ist das denn? Warum ist da ein Burger-UFO? Was ist diese Seite, Alter? Unsere Zukunft kann nur auf diesem Planeten existieren. Das ist doch scheiße. Die gucken doch nicht im Kino sich einen scheiß Burger an. Was ist das? Und was soll das hier immer dazwischen, Alter? Was ist das? Wir setzen auf erstklassige pflanzliche Proteine. Wie kann das sein, dass das hier so ein richtig gut geschriebener Text ist und dann der Rest der Webseite so komisch ist? Ich greife jetzt trotzdem mal zum Telefon und gucke, ob da was passiert. Schön. Ja, hallo, schönen guten Tag. Hier ist Ronas Serafo, der Internetarzt. Ich habe Ihre Website entdeckt. Sind Sie von BioBurger? Ja. Ich habe Ihre Webseite in einem Livestream von mir angeschaut und ich war sehr positiv überrascht von Ihren Texten und dass Sie mit Leib und Seele dabei sind. Aber die Website ist vielleicht nicht die optimalste. Wenn Sie da Interesse haben, viele meiner Zuschauer haben gesagt, sie würden Sie da aktiv unterstützen, die noch zu optimieren, sage ich mal. Da sind zum Beispiel auch ein paar Schreibfehler drin und so. Also ich bin halt auch sehr davon überzeugt, dass vegane Ernährung die Zukunft ist. Und finde das sehr, sehr gut, was Sie machen, aber die Online-Präsentation könnte halt noch besser sein, deswegen. Ja, ich weiß, alles kann besser sein, aber wir haben nicht so finanzielle... Nee, das, wir würden Ihnen komplett kostenlos helfen. Ja. Ich habe halt viele Programmierer, die mir zuschauen und deswegen, also nur wenn Sie Interesse haben, da kann ich Sie weiterleiten. Die würden das einfach ehrenamtlich machen, weil es eine gute Sache ist, für die sie stehen. Ja, wenn sie mehr Vorschläge machen, das wäre nicht schlecht, aber ja. Können Sie also
mir Vorschläge machen, wie man besser macht oder so. Ja. Also ich mache alles selber. Ja. Und dann, wenn es kostenlos ist, würde ich gerne das also annehmen. Okay, dann einfach, dass sich die Leute vielleicht über ihre E-Mail-Adresse melden können. Ja. Die ist noch aktuell. Ja. Sehr gut. Da ist auf dem Burger so eine komplette große Zwiebel drauf, ja? Das habe ich ja auch noch nicht gesehen. Das ist wild. Ach so, das ist auf einem Burger. Ja, wir haben nur zum Spaß oder so, dass wir sagen, okay, Zwiebel ist auch drin. Ah. Kennt ist auch ganze. Aber das wird anderes angeboten. Das war nur ein Bild, ein Foto. Ah, okay. Ein zum Spaß Foto. Ja, ich hoffe, das Geschäft läuft aber gut bei Ihnen. Ja, wir hoffen auch. Ja, ist gut. Also, mir ist wichtig, dass man weniger Fleisch isst und weniger Tiere. Auf jeden Fall. Werden und die Umwelt auch. Das sind, was ich da auch geschrieben habe. Das ist mir wichtig. Ich habe nicht so viel Kapital, dass ich Großartiges mache, sondern ganz einfach angefangen. Und meine Motivation ist das, was die weniger Tiere getötet werden. Das finde ich sehr, sehr löblich. Aber ich habe kein Geld, nicht so viel Kapital. Ja, okay. Danke auf jeden Fall fürs Gespräch. Und ich denke mal, die Leute melden sich. Und hat mich wirklich gefreut. Ich wünsche, dass das Geschäft gut läuft. Ich hoffe auch. Also, liebe Ingos und alle anderen Leute, die helfen wollten bei dieser Website von diesem super netten Menschen, schaut doch mal vorbei. Hier ist auch die E-Mail und unten verlinkt. Schreibt ihm doch einfach mal und helft ihm. Der freut sich bestimmt sehr. Und vielleicht sieht ja auch jemand anderes jetzt noch dieses Video hier und denkt sich, ach, da könnte ich vielleicht auch unterstützen für Lau. Ansonsten, heute haben wir das Stream. Wir gucken uns andere Kuriositäten an und es wird ganz lustig, wie immer. 20 Uhr jeden Mittwoch und Montag aber auch. Und bis dann. Tschüss. Der Internetarzt hat das Internet wieder mal besser gemacht.